Hallo und willkommen zurück zu Elex 2. Wir sind hier unten bei der Berserker-Festung beim Scrappy. Das ist ja hier eine umfunktionierte Festung. Das waren vorher die, ja, diese drogenabhängigen Händlertypen. Jetzt ist es von Berserkern eingenommen worden. Wir sind zuletzt von Norden nach Süden durch diese kleine Abkürzung, durch diese Schlucht gelaufen zum Scrappy, um jetzt endlich in die Stadt zu kommen. Seit der letzten Folge sind insgesamt 3 Patches dazu gekommen. Die habe ich mir auch mal näher von den Patch Notes angesehen, aber da war jetzt nichts, kein einzelner Punkt drin, wo ich sagen würde, das wird jetzt hier groß die Veränderung machen oder das hat mich stark beeinflusst oder sowas. Aber das heißt nicht, dass es das nicht trotzdem wird, aber wir werden erstmal schauen, wie es läuft. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen besser ist, aber das muss auch nichts heißen. Wir warten erstmal, bis wir zurück zu den Morkons kommen, wo es halt wirklich ziemlich beschissen lief. Ja, 3 Patches, zum einen, weil die doch ziemlich fleißig patchen und zum anderen, weil ich aber auch eine kleine Auszeit hatte, unter anderem um Möbels zu bauen. Dazu wird es auf meinem Review-Kanal noch ein bisschen mehr geben, aber das wird auch noch wahrscheinlich ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern, bis ihr da was finden könnt. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne auch den Review-Kanal abonnieren, wo es auch entsprechend von Elex 2 irgendwann ein Review geben wird. So, jetzt sprechen wir aber mit Scrappy. Sag mal, da beißt mich doch ein Raptor. Sehen meine alten Augen das richtig? Jax? Kennen wir uns? Du erinnerst dich an mich? Du erinnerst dich an mich? Na klar, du alter Haudegen hast mich doch damals gesucht, weil ich Stims vom Doc geklaut hab. Wolltest mich einbuchten, da vergesse ich nicht so einfach. Wie ist es dir ergangen? Hab einiges durchgemacht. Und du bist nicht nachtragend? Und du bist nicht nachtragend wegen damals? Ach, quatsch nicht rum. Du hast mir damals das Leben gerettet, weißt du das? Wegen dir bin ich nicht mehr an meine Stims rangekommen. Hast ja keine Ahnung, wie mich das genervt hat. Aber sieh mich an. Mit Rüstung und allem. Dass der olle Scrappy sich mal so macht, hätte ja wohl keiner gedacht. Aber genug davon. Was führt dich zu mir? Du hast dich also den Berserkern angeschlossen. Du hast dich also den Berserkern angeschlossen. Ja, das war wohl die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Als Red an die Macht kam, hat er den ollen Scrappy nicht vergessen. Hat mich zum Boss der Materialbeschaffung gemacht, wie er es nennt. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, an Materialbeschaffung und so. Warum hat Red ausgerechnet dir den Job gegeben? Weißt du, das habe ich mich auch gefragt. Ich denke, Red weiß, dass er immer auf mich zählen konnte. Hab ihm nie Böses gewollt oder so. Hätte bestimmt bessere für den Job gegeben, aber ich beschwere mich nicht. Und jetzt mache ich das, was ich eh am besten kann. Ich kümmere mich um den Schrott, sorge dafür, dass die Eisenklopper bei der Schmiede genug Metall haben und zeige den Neulingen, wie man Eisen aus dem Berg haut. Die Eisenklopper. Okay, hast du Arbeit für mich? Kannst du mir helfen, ins Fort zu kommen? Ach, die lassen dich nicht rein. Nein, nicht ohne guten Grund. Ja, lass mich mal nachdenken. Ich könnte dir wohl einen Grund geben. Wenn du für mich arbeiten würdest, wäre das wohl Grund genug, denke ich mal. Woran denkst du? Ich brauche noch Leute in der Mine. Ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte Lieferung gekriegt habe. Wäre gut, wenn du mal hingehen könntest und mal schaust, was die so lang brauchen. Kannst auch ein bisschen aushelfen, wenn die Probleme haben. Würdest das für mich tun? Na, aber Sichi, kannst du mir was über Schürfen beibringen? Kein Problem, ich arbeite für dich in der Mine. Kein Problem, ich arbeite für dich in der Mine. Du wirst das nicht bereuen. Geh einfach südöstlich von hier am Weltenherz vorbei. Ist nicht schwer zu erkennen, ist ein großes Loch im Fels. Komm wieder zu mir, wenn du Neuigkeiten hast.
Okay, kannst du mir was über das Schürfen beibringen? Kannst du mir was über das Schürfen beibringen? Klar, was willst du wissen? Bergbau. Okay, wir haben natürlich wieder die Werte nicht. Sockel einsetzen, noch nicht gelernt. Punkte hätten wir, das Geld hätten wir auch. Du kannst gesockelte Waffen an einem sockeltischen magischen Stein aufrüsten. Ja, dann lernen wir das jetzt einfach mal. Also, wie gesagt, von den Punkten haben wir, glaube ich, genug. Woran es mangelt, sind halt die Requirements. So, dann schauen wir uns mal bei der um. Da hatten wir schon geguckt, bevor wir in die Mine gehen. Ein kleiner Heiltrank. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wo da der Eingang sein sollte. Vielleicht hinten, wo wir beim letzten Mal schon waren. Ein allgemeines Gegenmittel. Da ist... das ist Stehlen, okay. Ruhe. Energieriegel. Okay, da dürfen wir nicht hin. Dann gucken wir uns hier mal um. Beziehungsweise wir können mal erst noch gucken, wo wir denn hier hinkämen. Wache. Da geht's jetzt hoch. Da hatte man damals in Elex 1, glaube ich, so eine Wache treffen müssen, die so ein bisschen seltsam war. Weiß nicht, ob die korrupt war oder sowas. Falscher Eingang, Kumpel. Versuch dein Glück bei Garda am Haupttor. Und wenn er mich nicht durchlässt? Dann wird er wohl seine Gründe dafür haben. Hier kann ich dich jedenfalls nicht durchwinken. Wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen willst, geh um das Lager herum. Sobald du nordwestlich von hier stehst, sollte der Eingang nicht schwer zu finden sein. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Okay, ich glaube, vorher war das aber anders. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht war das auch hier, wo man den damals getroffen hatte. Da ist doch was. Nehmen wir mit. Aha. Beutel. Welcher? Ist auch noch irgendwas. Also eventuell kann man da auch einfach reinfliegen. Ups, das wollte ich nicht. Eine Blume. Da unten kreuchen wieder Ratten rum. Ich gehe aber jetzt auch mal da lang, bevor wir dann in die Semine gehen. Ist kaputt. Pestratte.
Da war aber noch einer, oder? Da hinten. Das ist aber keine Pestratte, das ist ein anderes Getier. Komm her. Ja. Vorsicht. Autsch. Das war ein bisschen zu tief. Oder zu hoch. Auch umgerußt. Wunderbar. Wir können noch mal was essen. Weiß jetzt nicht mehr, da hatte ich irgendwas auf dem Hotkey gesetzt. Die 5 war das. Einmal die 5, bitte. So. Dann, da hinten ist auch wieder einer. Noch so eine Ratte. Dann essen wir noch mal. Da haben wir auch wieder eine Ader. Das war noch nicht alles. Was? Das war noch nicht alles? Da war noch einer. Los. Autsch. Blutkralle. Oh, der hielt nicht so viel aus. Er sah aber ein bisschen gefährlicher aus. Okay. So, und dann sind wir auch bei der Hütte. Nehmen wir den Eingang. Oder auch nicht. Honig. Eine Ratte. Die wollen wir mal nicht zu klump schlagen. Da ist noch ein Wein. Eine Kiste, die wir aber nicht öffnen können. Da ist aber eine Kiste. Ein leichtes Schloss. Hoch, 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 hoch. Das war wohl nichts. Na. Zack, zack, zack. Dann dahin und dann zurück. Na, was haben wir denn hier? Dosenfleisch, Heiltrank, Elixit. Okay, nehmen wir alles. Mhm. Und das war es hier auch. Ja, das war dieses Ding. Ne, da oben ist noch was. Haha, mittlerer Elixierbeutel. Und ein Jagdbogen. Ein beschädigter Jagdbogen. Okay. Fähigkeiten. Nenne ich Fähigkeiten Inventar. Beschädigter Kriegsbogen, beschädigter Jagdbogen, Bogen.
ich da oben noch einen für, glaube ich. Um da einen ganzen Bogen draus zu bauen. Oh, da ist wieder so ein Vieh. Na, warte. Hey. Ich würde sagen, das war ein ganz enges Höschen, was? Machst du das immer so? Nur donnerstags. Aber ich dachte, ich mache heute mal eine Ausnahme. Welchen Wochentag haben wir denn gerade? Ein Fuchs unter Wölfen. Wer bist du? Wer bist du? Nenn mich Fox, so wie alle anderen auch. Ich bin Krieger, der Berserker. Fast jedenfalls. Warum fast? Ach ja, die Leute im Fort würden sich vermutlich wohler fühlen, wenn ich auf ewig ein Werker bleibe. Ach Quatsch, du verarschst mich. Du kennst Kaya? Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Ach, sieh an, sie kann ja sprechen. sehr gut. Dann sind wir in bester Gesellschaft. Aha, ist das ein neuer Companion oder was? Bist du oft im Fort? Bist du oft im Fort? Öfter, als ich gerne möchte. Aber oft genug, den Leuten gehörig auf den Zeiger zu gehen. Was ist das Problem? Ich würde das so bezeichnen. Meine Vorgesetzten kriegen immer gleich Fußpilz, wenn ich meine Tour durchziehe. Mit dem Ergebnis, dass ich bei den Erzberserkern herumgereicht werde wie eine heiße Kartoffel. Keiner scheint so recht die Verantwortung für mich übernehmen zu wollen. Ich sag ja, neuer Begleiter, aber mal gucken. Ohne Zusammenhalt wird es schwierig in einer Gemeinschaft. Verstehe, du bist ein Rotzlöffel. Andere nach der Pfeife zu tanzen ist nicht so dein Ding, oder? Ich habe so eine Ahnung, worin das liegen könnte. Ohne Zusammenhalt wird es schwierig in einer Gemeinschaft. Du meinst diese Sache mit der Ehre eines Kriegers, Pflichtbewusstsein, Dienst schieben für die Gemeinschaft und so ein Zeug? Tja, irgendwie will dieser Blödsinn nicht in meine Birne. Wie ist dein richtiger Name? Wie ist dein richtiger Name? Ja, das würdest du gerne wissen, was? Aber ich denke, das behalte ich besser für mich. So schlimm? Unwichtig. Nenn mich einfach Fox, okay? Bist du allein hier draußen? Ich war mal vor einiger Zeit Teil eines Spähtrupps, der die Gegend ums Fort herum säubern sollte. Aber um ehrlich zu sein, das ging nicht lange gut. Mein Erzberserker hatte an meiner Art, die Dinge anzugehen, immer was auszusetzen. Als ich ihm dann meine Meinung gegeigt hatte, fand er meine Reaktion nicht so lustig. Die Strafwache auf dem Aussichtsturm war nicht das Problem. Aber die Woche im Bau, nachdem ich ihm zur Belohnung in die Stiefel... Naja, ich bin effektiver, wenn ich mich auf meine eigenen Fähigkeiten verlasse. Wie das aussieht, habe ich gesehen. Tja, manchmal ist eben auch Donnerstag. Jagst du auch in der Nähe der dunklen Türme? Du meinst, wo die ganzen freundlichen Biester rauskommen? Nicht wirklich. Bisher habe ich immer versucht zu vermeiden, ihnen zu nahe zu kommen. Ich weiß, wir Berserker sind dazu angehalten, diese Biester daran zu hindern, unser Land zu überlaufen. Aber ehrlich gesagt, ist mir mein hübscher Hintern zu schade, um von ihnen veredelt zu werden. Aber so wie du aussiehst, hattest du schon öfter mal Bekanntschaft mit dem putzigen Tierchen gehabt, was? Du warst sicher ein guter Waffengefährte, wenn du nicht ein undisziplinierter Sack wärst. Du wirst sicher ein guter Waffengefährte.
wenn du nicht so ein undisziplinierter Sack wärst. Ich weiß nicht. Ich habe kein so gutes Händchen für sowas. Mein letzter Waffengefährte, an den ich mich erinnern kann, fiel in eine Schlucht. Rums und weg war er. Ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Aber hey, muss bei dir ja nicht so laufen. Wie auch immer, du kriegst das schon auf die Reihe. Das mit der Waffe und so, meine ich, ne? Ich denke schon. Na also, dann ist ja alles in Butter, was? Nee, warte mal, doch nicht. Mir war gerade so, als hätte ich schon erwähnt, dass ich lieber allein meine Tour durchziehe, oder? Außerdem, ich hab dich noch nie wirklich in Aktion gesehen. Das bisschen Gerangel da vorhin. Du Vogel, zweifelst an meiner Kampfkraft? Okay, pass auf, ich hab da eine Idee. Ich weiß ja nicht genau, wo du herkommst, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich in der näheren Umgebung, wie auch immer. Wir sind also quasi Nachbarn. Mehr oder weniger. Genau, also, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen? So als Nachbarschaftshilfe. Wir zwei rennen mal ein bisschen durch Tavar und kloppen ein paar Viecher um. Dann werden wir sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du willst jagen gehen? Du willst jagen gehen? So direkt würde ich das nicht nennen. Ich würde sagen, wir säubern hier mal so ein bisschen die Gegend. Natürlich nur, falls nötig. Okay, ich würde sagen, das machen wir aber beim nächsten Mal oder später. Jetzt noch nicht. Verdammt. Die Menschen kümmern sich nur um ihre Probleme. Kleinkriege gegen ihre Nachbarn. Das ist alles, was sie beschäftigt. Wenn sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten, werden sie einfach überrannt. Können wir jetzt noch mit dem reden? Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann schreibe ich mir das auf die To-Do-Liste. Mit Fox reden, Mission annehmen. Machen wir hier mal einen Marker. Und dann werden wir das vielleicht beim nächsten Mal angehen. Wir gehen aber jetzt erstmal weiter runter zur Mine. Und ich glaube, der Typ, der Gegner, den ich vorher im Kampf verwickelt hatte, der war gar nicht tot, sondern ich wurde da jetzt wegteleportiert zu diesem Event quasi. Oder irre ich mich da? Das hier war das Haus. Da hinten steht der Typ. Na, es scheint doch hier kein Gegner mehr zu sein. Heilkraut. Da ist wieder wer. Da sind sogar zwei. Und die werden sich jetzt wahrscheinlich... Nein, werden sich nicht bekloppen. Angriff! Moment, ich muss mal gerade etwas essen. Das eine Vieh ist gestorben. Ach, das sind noch zwei. Der ist auch kaputt. Rette mich! Auch kaputt. Krallen. So.
Ah, da ist wieder so ein böser Vogel. So ein Wespen-Dingsbums. Eine Giftfliege! Töte ihn! Na, der hat hier halt ein bisschen Probleme zu treffen. Und ich werde wahrscheinlich sehr schnell verenden. Tot ist er. Und kaputt. Wunderbar. Happa, happa. Oh, happa, happa ist alle. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir was anderes auf dem Hotkey legen. Gebratenes Geflügelfleisch. Quickslot. Auf die 5. Ah, mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. So, und da sind wir wieder. Einmal im Kreis. So, wo sollen wir jetzt hin in die Mine? Das müsste ja eigentlich hier sein. Ist da vielleicht ein Tor, ein Lift oder irgendwie sowas? Tava, arbeite für Scrappy unter Tage. Soll mich in nageligen Eisenmine zur Arbeit melden? Okay, vielleicht ist es auch woanders auf der Karte markieren. Ah ja, ist tatsächlich woanders. Okay, dann werden wir da mal hin. Naja, dadurch, dass wir natürlich kein Zeug abbauen können, ist es vielleicht nicht so clever. Aber wir sollen ja primär rausfinden, wo die Typen abgeblieben sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Da ist auch wieder so ein Vieh. Wahnsinn. Okay. Was ist da? Dir bringe ich Manieren bei. Oh, 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 oh.
Au! Okay. Da bin ich tot. Da wäre es natürlich jetzt wieder gut, wenn ich einen Bogen hätte. Oh, hatte ich danach nicht gespeichert, aber der hatte sowieso nichts ausgehalten. Ja. Speer, aber ich habe halt nichts, was Feuerspucker, Handgranate, der Sprengmeister. Naja. Schrotpatrone. Geschützmunition. Doch, Schrotpatrone hätten wir. Aber die Schrotflinte kann ich noch nicht benutzen. Und die ganzen anderen Sachen auch nicht. Da macht es keinen Unterschied. Vielleicht ich sollte... Bin nicht gut genug. Oh, den kann ich nicht verwenden. Okay, naja, wurscht. Die kriegen wir auch so kaputt. Oh oh. Konnte man die entschärfen? So jedenfalls nicht. Da sind ein paar mehr davon. Hier ziehe ich das Fell über die Ohren. Laufen die auch da rein? Die haben das auf jeden Fall ausgelöst. Oh. Brenne! So, der erste ist tot. Beschädigte Großaxt. Und die, naja, eine Mine haben sie geräumt. Hier ziehe ich das Fell über die Ohren. Autsch! Ah! Ich bin da. Lauft über die Mine, bitte. Rums. Aua, 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 aua. Na, warte. Happa, happa. Die ist immer noch gegen zwei am Kämpfen.
Aua! Wieder was essen. Weg. Wo ist denn Kaya? Die sollte mir ja eigentlich ein bisschen helfen, wenn es geht. Die ist wahrscheinlich im Eimer. Ah! Rette mich! Ich kümmere mich darum. Der hat aber auch nicht mehr viel. Weg. Ich glaube, mein gebratenes Hühnchen ist leer. Aber es wäre sehr schön, wenn Kaya wieder mithelfen würde. Mal was. Davon haben wir ja immerhin genug. Weg. Ah, da steht sie wieder. Hm. Läuferklinge. Na gut. Dann schauen wir mal, was die hier bewacht haben. Ah, da leben immer noch welche. Da ist im Übrigen auch eine Kiste, da ist noch ein Gasdingen. Hätte man auch einfacher haben können, wenn man denn Munition gehabt hätte. Falsche Taste. Au. Na gut. Der machte ein bisschen zu viel Schaden. Das erledigen wir gemeinsam. Ups. Aua, 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 aua. Der ist auch kaputt. Energy Drink. Was trinken. Von dem will ich nicht getroffen werden. Aber... Autsch, also von dem
Nahkampfgängen. Und auch weg. Puh, beschädigter Berserkerbogen. Na gut. Jetzt sind sie aber alle Matsch, oder? Kritter. Notizen eines Fischers. Durch das ganze Mutantengesocks ist es unmöglich geworden, noch vernünftige Fische zu fangen. Die scheißen mir in den Fluss und meine Fische fressen das Zeug natürlich. In meinem letzten Fang hatte ich schon die ersten Exemplare mit 4 Augen. 4, widerlich. Das kauft doch kein Mensch mehr. Außerdem schmecken die echt grauenhaft. Falls du einer der Glücklichen bist und diesen Zettel liest, bevor du deine Angelrute auswirfst, Glückwunsch. Sei schlau und geh weiter. Hier kannst du keinen ordentlichen Fang mehr machen. Ein Blumentopf. Da ist irgendein Vieh. Aua, 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 aua. Mach tot. Ja, habe ich toll gemacht, oder? Beschädigtes Schwert. Schrott, Salat. Bremsraketen. Wieder nur eine Deko-Kiste. Haben die auch irgendwas auf dem Haus? Nee. Okay, ich sollte mir auf jeden Fall nochmal was Neues zum Essen irgendwo hinsetzen. Das hier esse ich jetzt direkt. Knoblauchbrot. Da haben wir 5 von. Dann setzen wir das auf einen Quickslot. Was haben wir hier? Alte Lampe. Und da ist die Angelrute, aber die können wir leider nicht nehmen. Gehen wir mal weiter. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Immer noch so einen kleinen Weg. Müssten wir in so ein Tal rein. Sieht nach einer Falle aus. Der nächste. Oh. Rein tot! Naja, okay, das kriege ich sogar noch hin. Thank you.
Sind nicht die stärksten Gegner hier. Oh, okay, die könnten dann schon wieder ein bisschen heftiger werden. Oh, da kommt aber auf der Seite auch noch einer. Raptor. Vorsicht. Der geht aber, glaube ich. Dauert halt, aber machbar. Solange ich mich nicht treffen lasse, dann bin ich wahrscheinlich direkt Matsch. Aua! Verstärkung! Mit zweien wird es natürlich jetzt etwas unübersichtlich. Oh, Rudelführer. Und da liegt sie direkt wieder. Ich gehe da mal. Naja, solange die Kaya da jetzt nichts mehr macht, habe ich ein Problem. Ich würde ja zumindest gerne den einen getötet bekommen. Aber immer dieser blöde Rudelführer direkt an. Bleib hinter dir. Ja, ja. Wenn das irgendeinen Zweck hätte. War das der schon verletzt war vorher? Ist der wieder voll geworden? Okay, ich glaube. Ich laufe einfach mal zum Ziel durch. Es macht vermutlich wenig Sinn, da gegen mehrere gleichzeitig anzustinken. Auch wenn der da schon wieder Hallo sagt. Autsch.
Ein wenig Honig. Schlechter Zeitpunkt. Nicht während du angegriffen wirst. Na, ich fürchte, dass das ziemlich nutzlos ist. So, jetzt schleichen wir mal. Können wir jetzt die Kiste öffnen? Ich bin nicht gut genug. Könnten wir theoretisch. Presslufthammer. Weiß nicht genau, was diese gelben Dinger mir sagen sollen, ob ich hier jeweils was finden soll oder ob das nur grob den Pfad vorgibt. Es reicht mir. Das ist mein letztes Log, was ich hier aufnehmen werde. Von den Setzlingsfeldern geschmissen, als Schrottsammler verbannt, um in der Mine zu arbeiten. Ich sag's dir, wer auch immer hier zuhört, das macht Red mit Absicht. Ich hau hier ab. Ich werde losziehen und eine eigene Bande gründen. Ein paar der alten Jungs in Ateris anheuern. Oh, mein Kram lasse ich hier. Den brauche ich sowieso nicht, wenn ich mich mit Überfällen über Wasser halte. Ich werde hier auf die Scheiß warten. Scheiß Hilt und Schrott, die könnten mich echt am Arsch lecken. Wer auch immer den Kram hier findet, kann ihn behalten. Und wenn du auch die Schnauze voll hast von den Berserkern, such mich. Ich werde die Lore der alten Outlaws wieder aufleben lassen. Ohne Baxter oder Red. Ohne Logan oder Nasty. Dann werde ich... Endlich, sie haben gesagt, dass ich nur noch diese Woche arbeiten muss. Es wird Zeit, dass ich mal wieder das Tageslicht sehe. So langsam brauche ich eine Abwechslung von der ganzen Maloche. Der König sein. Und wer mich in Frage stellt, wird umgebracht. Und wenn ich dann eine Truppe habe, die groß genug ist, hole ich mir das Vor zurück. Hey, Willi, was machst du denn da hinten? Ach, verpiss dich, du. Ein Heiltrank nutzt hier nichts. Die Luft hier scheint vergiftet zu sein. Ich sollte Scrappy davon berichten. Geh voraus, ich folge dir. Aha. Und die lässt mich auch da alleine reinlaufen. Untertage. Die Luft der Mine ist vergiftet. Ich sollte Scrappy davon berichten. Hm. Da hatte ich aber trotzdem noch was gesehen. Was ich werde hier auf dich warten. Okay. Geh voraus, ich folge dir. Wir trinken noch mal was. Und dann werde ich versuchen, möglichst weit reinzukommen. Ich werde hier auf dich warten. Besser, ich verschwinde hier. Ach, was? Naja, es ist schon ein bisschen größer. Graham. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Nochmal einen Purzelbaum geschlagen. Fortsetzen. Ich probiere es trotzdem noch einmal, direkt zu diesem Graham zu laufen.
den da. Jetzt weiß ich nicht mehr. Das war nicht der richtige Weg. Naja, okay, das ist noch größer hier. Okay, also da sollte man sicherlich später mit irgendeiner Gegenmaßnahme wieder zurückkommen. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Scrappy. Leider ist hier aber auch kein Porter. Das heißt, wir müssten dahin und dann wieder runterlaufen. Das ist aber ein bisschen müßig. Okay. Dann werde ich erst nochmal... Ne, wir werden dahin. Dann gehen wir halt hier hin. Und laufen nochmal. Durch unsere Abkürzung. War das das? Ne, da müssen wir noch weiter. Die geben wir jetzt auch noch ab. An diesem großen Vieh vorbei. So, Scrappy. Ich bin wieder zurück. Bei der Mine sind alle tot. Ich bin wieder zurück. Bei der Mine sind alle tot. Was sagst du da? Was ist passiert? Die Mine scheint mit Gas geflutet zu sein. Es hat sehr gestunken. Das erklärt, warum ich keine Lieferung mehr gekriegt habe. Du wolltest doch eh ins Fort, oder? Geh sofort zu Fenris. Er muss das wissen. Wenn wir kein Eisen mehr aus der Mine bekommen, könnte das übel enden. Was ist, wenn ich nicht ins Fort gelassen werde? Sag Garda einfach, du kommst von mir. Lass dich nicht abwimmeln. Der lässt dich dann schon durch. Am besten beeilst du dich. Ist echt dringend. Aha. Berichte Fenris von der Mine. Gut, das ist dann aber der Plan fürs nächste Mal. Arbeite für Scrappy abgeschlossen. Moment, arbeite für Scrappy. Also beim nächsten Mal geht's in die Stadt und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Und vielleicht können wir dann auch noch diese Quest hier nebenan machen. Aber ich denke mal, dass in der Stadt wird dann so viel wieder sein, dass wir das wieder verschieben. Aber mal schauen. Also, neue Folgen mal montags, mittwochs und freitags. Ich danke fürs Zuschauen. Dann sagt ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.